freue mich sehr, dass Sie mich zu dem AC eingeladen haben und dass ich die Chance habe, mich hier vorstellen zu dürfen. Mein Name ist Markus Braun und ich zeige Ihnen jetzt, wie mein Werdegang war in einer kurzen dreiminütigen Selbstpräsentation. Angefangen habe ich als Diplom-Ingenieur, also mein Studium meine ich natürlich. Dann habe ich angefangen als Berater direkt nach dem Studium, war dort 2 Jahre tätig, habe sehr viele Erfahrungen dort gesammelt. Gleichzeitig hatte ich auch so einen Wunsch, mich zu verändern, bin dann Trainee in Ihrem Unternehmen geworden, für den Bereich EMEA, hatte da die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten und ja, durfte auch mal im Ausland sein, also habe auch schon Auslandserfahrung, gerade im asiatischen Raum war da mal zweimal, so 2 Wochen in China und habe da mal reingeschnuppert, wie dort so gearbeitet wird. Mit der Zeit habe ich mich dann entwickelt und relativ schnell nach dem Trainee wurde das Team, in dem ich war, immer größer und deswegen haben die einen stellvertretenden Teamleiter gesucht und da durfte ich dann diese Stelle übernehmen. Da wurde ich gefragt, das hat mich natürlich sehr gefreut und den Weg möchte ich jetzt natürlich weitergehen, dass ich jetzt offizieller Teamleiter werde in der Automotive AG hier bei Ihnen. Und das ist praktisch schon mein Werdegang und das, was mich auch ausmacht, das sind so Aspekte wie Kommunikation, Engagement und auch das Strategiethema, also strategisches Denken und so weiter. Also das habe ich schon als Berater sehr gut lernen können und davon nehme ich wirklich viel mit, was ich auch bei der Automotive AG dann einsetzen kann. Und ja, den nächsten Schritt möchte ich gerne gehen. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Der Bereich der Chemie entwickelt sich weiter und gleichzeitig habe auch ich mich weiterentwickelt. Ich möchte Sie jetzt mitnehmen in meine Entwicklungsreise durch die Chemie. Mein Name ist Julia Lippert und ich freue mich, Ihnen heute von mir zu berichten. Meine Reise begann in der Chemie mit dem Studium und der Promotion. Nach dem Studium der Chemie habe ich mich dazu entschlossen, hier noch einen Schritt weiter zu gehen und meine Promotion zu absolvieren. Die Promotion habe ich mich damit auseinandergesetzt, inwieweit hier Synthesen zwischen funktionellen Nanostrukturen bestehen, inwieweit diese Synthesen genutzt werden können und wie das Ganze dann sich auf unsere Branchen auswirkt bzw. welche Resultate wir daraus leiten können. In der Promotion habe ich schon erste Forschungsarbeiten durchgeführt, habe hier auch Vorlesungen gehalten und das Ganze natürlich dann auch zusammengefasst. Die Promotion alleine reicht natürlich auf dem Entwicklungsweg nicht, sondern hier bin ich noch Schritte weitergegangen. Mein Wind wehte weiter in Richtung Praxis. Ich habe beispielsweise in einem Chemieunternehmen gearbeitet, wo ich projektorientiert geforscht habe, projektorientiert Produkte entwickelt habe. Beispielsweise war dort eines meiner Projekte folgendes. Es ging darum, ein Reinigungsmittel zu entwickeln für bestimmte Teppichoberflächen, die trocken gereinigt werden müssen, aber trotz der Trockenreinigung hier eine bestimmte Sauberkeit erwirkt werden sollte. Ich bin dann so vorgegangen, ich habe zum einen mal die Verantwortung übernommen für dieses Projekt, habe mich dem angenommen. Projektvolumen waren hier 1,5 Millionen. Habe dann mein Team zusammengesucht aus Fachleuten, die dementsprechend qualifiziert sind. Habe die Aufgabenpakete verteilt und dementsprechend sind wir dann einzeln in die Forschung reingegangen.
Der ganze Forschungszyklus hat 2 Monate gedauert, bis wir dann in der Summe zu einem Ergebnis gekommen sind, welches ich wiederum zusammengefasst habe und letzten Endes ein Produkt entwickelt habe, welches bestimmte Teppichoberflächen trocken reinigt. Dabei habe ich auch meine Leistungsbereitschaft gezeigt. Ich bin durchaus bereit, hier eine extra Meile zu gehen, große Projekte anzunehmen und möchte auch hier was vorantreiben, was ich nicht zuletzt mit meiner Promotion zudem gezeigt habe. Damit auch einhergehen ist so diese persönliche Säule meinerseits. Marathonlaufen ist zudem noch ein Aspekt. Ich bin begeisterte Marathonläuferin, das heißt circa alle 3 bis 4 Monate nehme ich an einem Marathon teil und habe zuletzt jetzt auch mein Bestergebnis geschafft, unter die ersten 10 zu kommen. Damit zeige ich natürlich auch, dass ich sehr leistungsorientiert bin und mich voranbringen will. Auf meiner Reise auch ein wesentliches Element ist der empathische Bereich. Ich bin zum einen natürlich sehr zahlenorientiert in der Chemie. Es sind für mich Zahlen, Daten, Fakten wesentlich. Gleichzeitig geht es mir aber auch darum, dass ich alleine weniger erwirken kann, wie wenn ich mit einem Team zusammenarbeite. Und das habe ich zum Beispiel auch in dem praktischen Projekt gezeigt. Gleiches habe ich aber auch gezeigt in der Forschung. Hier habe ich zum Beispiel zuletzt geforscht, inwieweit Nanostrukturen von Bodenbelägen einen Unterschied machen, inwieweit die dementsprechend länger haltbar sind, stärkere Abnutzung haben bzw. auf Reinigungsmittel stärker reagieren. Dort war es dann auch so, ich habe ein Forschungsteam unter mir gehabt, habe hier festgestellt, die eine Person ist jetzt nicht mehr so begeistert und bin dort ins 1:1 Gespräch gegangen. Ich habe dann herausgefunden, dass die Person sich nicht wirklich identifizieren kann mit dem Themenbereich. Wir haben dann zusammen erarbeitet, wie sie weiter hier in dem Bereich sich identifizieren kann, haben aber dann letzten Endes festgestellt, nach dem zweiten Gespräch, dass es für sie besser ist, wenn sie in einen anderen Forschungsbereich rüberwechselt. Und dann konnte ich wieder eine neue Person mit reinnehmen, die dann zu dem Team Spirit auch teil hatte. Neben diesem persönlichen gibt es noch ein letztes Element, was auch mein Kernbereich in der Chemie auf der Entwicklungsreise hier mich begleitet hat, nämlich die Lehre. Ich habe sowohl während der Promotion Vorlesungen am Lehrstuhl gehalten, aber auch im Nachgang. Das heißt, ich war nach der Promotion 1,5 Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut der Chemie nochmal tätig und habe dort Vorlesungen zum Bereich funktionelle Nanostrukturen gehalten. Natürlich habe ich auch die Klausuren für die ganzen Studenten geschrieben, korrigiert und die Studenten auf dem Weg begleitet. Mit diesem ganzen Paket, was ich auf meiner bisherigen Entwicklungsreise gesammelt habe, zusammengefasst habe im Bereich der Chemie, sehe ich mich nun bereit, den nächsten Hafen anzusteuern, die Chemicon GmbH, um dort mein ganzes Wissen im Bereich der funktionellen Nanostrukturen einzubringen, aber gleichzeitig auch meine Erfahrungen im Bereich der Reinigungsmittelentwicklung und möchte hier bei der Chemicon AG das zusammenbringen und Ihnen den nächsten Schritt erweisen im Bereich der Entwicklung von zukunftsträchtigen funktionellen Reinigungsmitteln für bestimmte Oberflächen.